Nur eine einzige Frage mit der Bitte um Ja oder Nein. Wenn Putin Ihnen einen schmutzigen Deal vorschlägt am 21., 22. Juli und sagt, ich schicke euch weiter Gas, aber ich schicke es euch nur über Nord Stream 2. Was sagen Sie dann? Nord Stream 2 ist nicht genehmigt und liegt unter den Sanktionen, auch den amerikanischen Sanktionen. Wenn das passiert, sind wir als politische Kraft gegenüber Putin gescheitert. Es wird Konflikte in Europa geben. Es gab schon Konflikte in Jugoslawien und jetzt auch in der Ukraine. Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Vereint sind sie die einzige Macht, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse war sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt.